Hallo liebe Freunde von scharfen Messern, ich bin Nanka von Schmiedeglut und heute klären wir, was ist eigentlich mit dem SPK in der Vorbestellaktion in der Nantka-Edition los. Das mit dem schwarzen Stonewash auf der Klinge aus 1,2235, sowie auch das Breacher oder das Saki-Messer oder der Zerstörer. Und warum dauert das so lange? Warum wird das Messer denn nicht endlich ausgeliefert? Das erkläre ich euch jetzt. Und zwar ist es so, ich bin nicht bereit, bei diesem Messer Abstriche in der Qualität zu machen. Punkt. Die Situation ist aber die, dass die Härterei nicht in der Lage gewesen ist, die geforderte Härte von über 60 Rockwell zu erreichen, aber gleichzeitig meine Kriterien bei den Bruchtests zu erfüllen. Weil ich will ein mega robustes Messer, genauso wie es ja beim Breacher und beim Saki auch ist, aber dann mit mindestens 60 Rockwell. Das ist die Vorgabe. Die Bruchtests waren okay, ne? Und klar, bei der Rückenstärke hätte man sagen können, ja, ist egal, das passt schon, das macht sowieso keiner mit dem Messer so. Aber nee, will ich nicht, ist ja mein Messer. Und wenn mein Messer das ist, dann muss das auch richtig so sein, wie ich mir das vorstelle. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich bin voll auf die Bremse getreten bei der Härterei und musste der Härterei erstmal beibringen, wie die das genau zu machen haben. Dann haben sie sich nicht an meine Vorgaben gehalten und irgendjemand hat doch was anderes gemacht. Und so ist das jetzt eine Story, wo immer wieder Prototypen passieren. Die Härterei sagt, ja, jetzt ist alles gut. Ich zerbreche die Dinger und sage, nee, nichts ist gut. Guck mal, so muss es sein. Und diesen Weg haben wir jetzt letzte Woche hoffentlich abgeschlossen. Ich habe von denen schon ein Video gesehen mit dem Bruchtest drin. Sieht alles super aus. Jetzt nächste Woche werde ich hoffentlich die finale Version von der Härterei in meinen Händen haben, damit ich die selber zerbrechen kann. Und dann gebe ich Freigabe. Und dann gibt es auch nichts mehr, was dem Messer im Wege steht. Dann bauen wir das zusammen. Dann, also die Kydex-Scheiden sind schon fertig, die Griffschalen sind vorbereitet. Das bedeutet, die Klingen werden dann einfach fertig gemacht, geätzt, gestonewashed, geschärft und so weiter. Logos drauf und dann kann es halt vorangehen. Aber es hing einfach bei der Härterei. Und ich will nicht auf der Härterei rumhacken, sondern ich sage einfach, ich kann manchmal nicht immer voraussehen, wo sowas entstehen könnte, weil ich gehe davon aus, dass wenn ich denen exakte Vorgaben gebe, dass sie die einhalten können. Haben sie aber nicht, also muss ich auf Fehlersuche gehen und das ist halt bei fremden Firmen manchmal ein bisschen schwieriger als in der eigenen Werkstatt. Aber ich kann natürlich jetzt nicht ein paar hundert Mal eine einzelne Klinge irgendwie von Hand härten. Das kriegen wir einfach von den Kapazitäten nicht hin. Also brauche ich die Härterei. Und ihr braucht jemanden, der im Zweifelsfall auf die Bremse tritt und keine Kompromisse bei der Qualität macht, damit euer Messer richtig geil ist und sich von den ganzen anderen, die ihr überall anders kaufen könnt, unterscheidet. So. Wenn ihr nicht länger warten wollt und sagt, ah, ich habe lange genug gewartet, ich habe die Schnauze voll, ich will mein Geld wieder haben. Kein Thema. Ihr könnt jederzeit canceln. Ihr könnt jederzeit eure Vorbestellung canceln. Ihr kriegt die Kohle zurück. Dann seid ihr nicht in der Vorbestellung mehr dabei. Habt euer Geld wieder und könnt euch ein anderes Messer kaufen. Ihr seid frei. Ja, ich muss euch nicht da drinnen fesseln. Mache ich auch nicht. Ihr dürft das selber entscheiden, ob ihr von diesem Messer eins haben wollt oder nicht. Fakt ist, ich werde nur ungefähr so viele machen, wie auch vorbestellt sind, weil ich bin kein Massenlieferant, der sich containerweise irgendwelche Sachen auf Lager legt, um die aus dem Zentrallager dann in die ganze Welt zu verschiffen, sondern es wird ein paar hundert Stück geben und wenn die weg sind, sind die weg. Und wenn ihr die nicht vorbestellt habt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ihr keins kriegt. Wenn euch das nicht stört, cancelt eure Bestellung, ihr habt eine Zufriedenheitsgarantie, ihr kriegt euer Geld zurück, alles fertig. Was kann ich noch dazu sagen? Das Messer wird geil. Was kann ich dazu sagen? Aber es dauert halt so lange, wie es dauert. Wisst ihr, ich will euch ja nicht auf den Schlips treten. Ich mache doch nicht absichtlich extra die Bremse rein, nur um euch zu ärgern. Das hat einen echt guten Grund. Und entweder ihr vertraut mir als derjenige, der die Verantwortung dafür trägt, dass dieses Messer geil ist und der auch das Fachwissen dafür hat und da hinterher auch für gerade stehen muss. Entweder vertraut ihr mir und ihr seid dabei oder ihr vertraut mir nicht und lasst es bleiben. Die Entscheidung ist eure. Ich kann euch nur anbieten, so mache ich dieses Messer und das ist der reale Stand der Dinge, ohne euch irgendwelchen Blödsinn zu erzählen. Also, wir sehen uns bald mit dem fertigen Messer. Und dann schnitzen wir mal Späne aus anderen Messern raus.